herzlich willkommen zu Hamburg 1 aktuell. Das sind unsere Themen heute. Krachender Jahreswechsel, keine flächendeckenden Feuerwerksverbote. Hohe Energiepreise, Unterstützung für den Hamburger Sport. Virtuelle Bundesliga, HSV-Gamer starten in die neue Saison. In den letzten zwei Jahren gab es zum Jahreswechsel ein Verkaufsverbot von Feuerwerk, und zwar Corona-bedingt. Das wird 2022 wieder anders aussehen. Damit rückt aber auch die generelle Diskussion um das Silvesterfeuerwerk wieder in den Fokus. Die einen wollen auf die alte Tradition nicht verzichten, die anderen finden Feuerwerke nicht mehr zeitgemäß und wollen sie abschaffen. Wir haben uns einmal mit den verschiedenen Meinungen und Argumenten dazu beschäftigt. Zu Silvester gehört neben Neujahrsvorsätzen und dem Dinner for One für viele auch das traditionelle Feuerwerk. In den letzten Jahren hat sich das Bewusstsein dafür, auch durch die Corona-Pandemie, allerdings verändert. Wollen die Hamburger in diesem Jahr böllern? Also das Knallen finde ich nicht so schön, auch wegen dem Dreck hinterher und weil es auch gefährlich ist. Aber ansonsten das Feuerwerk mit Raketen, das ist schon ganz schön. Ganz verbieten würde ich es nicht oder ganz ausschließen. So eine Rakete lasse ich auch mal los. In der jetzigen Situation, in der wir uns gerade befinden und leben, ich finde, sollten wir so dazu stehen, dass wir das mal darauf verzichten können. Ansonsten habe ich nichts gegen böse Geister vertreiben, muss auch sein. Also was ich gut finden würde, ist, wenn es ein einheitliches Feuerwerk gibt für alle Leute, das man sich anschauen kann. Aber so jeder einzeln, finde ich, muss nicht sein. Generell bin ich eigentlich dafür, weil die Leute das auch zelebrieren und das bringt die Leute zusammen. Und deswegen finde ich das gar nicht schlecht. Das sieht auch der Bundesverband für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk so. Insbesondere in Zeiten von hohen Belastungen und Entbehrungen sei das Feuerwerk von hohem Wert. Die Forderungen nach Feuerwerksverboten sind umweltpolitische Nebelkerzen, mit denen vom Versagen in den zentralen Bereichen des Klimaschutzes abgelenkt wird. Die tatsächliche Umweltbelastung durch Feuerwerk ist gering. Die Versuche, sie zum Gegenstand umweltpolitischer Debatten zu machen, wirken unglaubwürdig. Da stellt sich zu Recht die Frage, wie stehen die Grünen zum Feuerwerksverbot? Ja, da müsste man erstmal die Frage stellen, wo genau. Wir wollen natürlich nichts verbieten, sondern wir haben nur als Grüne hier in Hamburg gesagt, dass wir vor allen Dingen für die verdichteten Bereiche der Stadt bessere Alternativen schaffen wollen. Also wir denken da an Lichtshows und Lichtkunst für die Hamburgerinnen und Hamburger. Und dass wir gerade da, wo das Tierwohl, wo Emissionen berührt sind, vielleicht die Böllerei einschränken für bessere Alternativen. Das Einzige, was dabei wegfallen dürfte, ist der Lärm. Nach dem kompletten Verkaufsverbot von Pyrotechnik im letzten Jahr sei die AfD allerdings dafür, das Jahr 2022 krachend zu verabschieden. Wir sind gegen ein flächendeckendes und unsinniges Feuerwerksverbot. Es wäre für die Polizei kaum kontrollierbar. Sinnvoll sind Einschränkungen nur an Orten mit großen Menschenansammlungen, wie am Jungfernstieg und an den Landungsbrücken. Und die wird es laut Innensenator Andi Grote auch geben. Dabei werde sich an den Beschränkungen aus 2019 orientiert. Dort sind wir ja zu dem Ergebnis gekommen, dass wir aufgrund wiederkehrender Gefahrensituationen im Kontext mit Silvesterfeuerwerk, insbesondere im Bereich Jungfernstieg, Widdenalster, dort mit guten Gründen ein Feuerwerksverbot erlassen konnten und das ja auch umgesetzt haben. Pandemiebedingte Einschränkungen werde es nun nicht mehr geben. Für die Stadtreinigung würde das Böllerverbot eine deutliche Entlastung bedeuten. Denn die Arbeit beginnt für André Möller und seine Kollegen zum Jahreswechsel. Nach so einem üblichen Böller-Silvester fangen wir also kurz nach Mitternacht schon an den Landungsbrücken. Das ist auch mal die erste Stelle, die dann wieder sauber ist. Und dann gehen wir rüber zum Fischmarkt und irgendwie zum Rathaus, rund um die Alster. Also viele, viele Hotspots. Und da setzen wir dann zwischen 60 und 120 Leuten ein, die dann auch teilweise bis 14, 15 Uhr arbeiten. Also es ist richtig, richtig viel Arbeit für uns, so ein Neujahrstag. Ende November, Anfang Dezember werde dann eine endgültige Entscheidung zu den Regeln für das Knallern bekannt gegeben. So kann sich jeder auf den Jahreswechsel einstellen, der auf jeden Fall lauter werden dürfte als im letzten Jahr.
Die Energiekrise ist derzeit ein allgegenwärtiges Thema. Egal ob Privatleute oder Unternehmen, alle sind davon betroffen. Mit einem Notfallfonds, der 125 Millionen Euro umfasst, will der Senat entgegenwirken. Damit soll auch der Sport in Hamburg unterstützt werden. Denn auch hier machen sich gestiegene Energiekosten deutlich bemerkbar. Die dunkle Jahreszeit ist angebrochen. Damit zum Beispiel weiterhin abends draußen trainiert werden kann, stellt der Senat nun 9 Millionen Euro, um Energiekosten abzufedern, zur Verfügung. Am 6. Dezember soll das Förderprogramm eröffnet werden. Wir hätten auch zu befürchten, dass es entsprechend weitreichende Einschränkungen im Sportbetrieb geht, weil eben auch dann Sportstätten geschlossen werden müssten, weil einfach der Betrieb aufgrund der Energiekosten zu teuer wäre. Die Anträge können in der bewährten Form, wie schon in der Pandemie beim HSB, online gestellt werden über das Mitgliederportal. Das ist schnell, unbürokratisch. Gültig ist der Antrag für alle Mitglieder des Hamburger Sportbunds. Die Anträge können rückwirkend ab dem 1. Oktober diesen Jahres eingereicht werden. Als Nachweis gilt eine Kostensteigerung von 25% gegenüber dem Vorjahr. Die Zuschüsse müssen nicht zurückgezahlt werden. Laufen soll das ganze Programm bis April 2024. Wir werden zwei Dinge versuchen mit dem Förderprogramm. Auf der einen Seite natürlich den Sportvereinen und den Landesfachverbänden mit eigenen Anlagen bei der Bewältigung der Energiekrise und der gesteigenden Energiekosten zu helfen. Und auf der anderen Seite versuchen wir, Informationen zu akquirieren, um dann den Sportvereinen und Landesfachverbänden mit eigenen Anlagen auch Energieberatungstipps für die Zukunft und für ihre Energieinvestitionen geben zu können, sodass wir auch perspektivisch langfristig dort besser aufgestellt sind und vielleicht gar nicht mehr diese hohen Energieverbräuche aufweisen. Der Hamburger Sportbund mit seinen ca. 600.000 Vereinsmitgliedern kann also aufatmen. Mit dem Versprechen des Senats sollten alle Sportanlagen weiterhin normal genutzt werden können. Noch mehr aktuelle Meldungen aus unserer Stadt sehen Sie jetzt in den Kurznachrichten. Hamburger profitieren besonders stark vom geplanten 49-Euro-Ticket. Das hat eine Studie des Portals testberichte.de ergeben. Wer bisher ein Abo für das HVV-Gesamtnetz hatte, spart mit dem Deutschland-Ticket künftig jährlich fast 2.000 Euro, teilte die Verkehrsbehörde mit. Außerdem erhalten die HVV-Nutzer mit dem Deutschland-Ticket die bundesweite Gültigkeit. Seit über einer Woche kann das Ticket vorbestellt werden. Weit mehr als 1.000 Personen haben bereits für diese Möglichkeit Gebrauch gemacht, so die Behörde. Das 49-Euro-Ticket soll planmäßig am 1. Januar 2023 eingeführt werden. Hamburgs Straßen sind insgesamt in einem guten Zustand. Das geht aus dem Straßenzustandbericht 2020 hervor. Demnach erhielt Hamburg die Gesamtnote 2,45. Das ist der zweitbeste Wert seit 2010, so die Verkehrsbehörde. Im Vergleich zu 2018 handelt es sich allerdings um eine minimale Verschlechterung. Damals gab es noch die Note 2,37. Für die Untersuchungen waren zwischen April 2020 und April 2021 Kamerawagen rund 2170 Kilometer Straße in Hamburg abgefahren. Dabei ergab sich allerdings auch für 15,6% der Fahrbahnen die Note mangelhaft. Auch über die Sanierung von Straßen gibt der Bericht einen Überblick. Im Vergleich zu 2018 und 2019 ergab sich eine Steigerung der Sanierungsleistung von 22%. Teilsperrung der Linie U1 am Wochenende. Von Sonnabend 19. November 7 Uhr bis Sonntag 20. November Betriebsschluss fahren zwischen den Haltestellen Ochsenzoll und Vilsbüttel Nord keine Züge. Grund hierfür sind Arbeiten an den Signalanlagen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen auf dem betroffenen Streckenabschnitt wird eingerichtet. Die Fahrzeit könnte sich laut HVV je nach Verkehrslage um bis zu 20 Minuten verlängern. Der HSV ist am Sonntag mit einer USA-Reise offiziell in die verlängerte Winterpause gestartet. Während der Rasen im Volkspark eine Betriebspause erlebt, geht es auf dem virtuellen Platz ab heute wieder richtig los. Die Virtual Bundesliga, die E-Sports-Liga der DFL, geht in ihre 11. Saison. 2012 gegründet, treten hier Vertreter der jeweiligen Bundesliga-Vereine im bekannten Fußballsimulator FIFA gegeneinander an. Neben dem FC St. Pauli schickt auch der HSV zum mittlerweile 5. Mal seine Gamer an die Konsolen.
Letzte Trainingseinheiten vor dem Saisonstart. Für die Profis des HSV E-Sport Teams beginnt am Dienstag die neue Saison der Virtual Bundesliga. In den vergangenen Wochen und Monaten haben sich Daniel, Steffen und Tore unter dem Blick von Trainer Nicolas Elefteriadis akribisch vorbereitet. Wir freuen uns wirklich sehr, dass die Saison wieder losgeht, versuchen natürlich unsere Leistung aus letzter Saison zu bestätigen. Man kann gar nicht sagen, sind das 100 Spiele, sind das 200 Spiele, sind das 1000 Spiele, bis man wirklich drin ist, sondern es ist wirklich kontinuierliche Arbeit und da arbeiten wir wirklich täglich stundenlang dran, um auf höchstem Level mithalten zu können. In der letzten Saison belegten sie Platz 2 in ihrer Gruppe, gehörten zu den 8 besten Teams der Liga. Neben taktischen Strategien und dem eigenen Können am Controller steht auch das Videospiel selbst im Fokus. Vielleicht liegt noch mal so ein bisschen mehr Augenmerk wirklich darauf, auf der eigenen Spieleranalyse, weil wir ja Einzelspieler haben, die sich dort mit anderen Spielern messen und dass man immer ein Auge dafür haben muss, was ist gerade wirklich in diesem Spiel die sogenannte Meta, also was heißt, was funktioniert gerade gut, wie kann man das verteidigen und ganz großer Teil ist dann bei uns auch, aber das ist, glaube ich, in jedem Leistungssport ähnlich, einfach die mentale Fitness auch. Insgesamt 29 Clubs der ersten und zweiten Bundesliga schicken ihre E-Sport-Vertreter ins Rennen. Gespielt wird mit dem jeweiligen Verein auf einem ausgeglichenen Stärkegrad. Pro Paarung werden jeweils im Best-of-Three-Format Einzelspieler ausgetragen. Es sind halt im Endeffekt einzelne Spiele. Trotzdem ist aber auch der Rückhalt vom Team enorm wichtig, dass man halt auch weiß, zum einen, man hat gute Spieler, die dann auch das Ruder nochmal rumreißen können. Zum anderen aber auch, dass bei Niederlagen jetzt nicht unbedingt eine schlechte Stimmung ist oder jetzt einem auch nicht die Schuld gegeben wird, sondern ja, dass man da weiß, jeder im Team hat das Beste gegeben. Zur 11. Saison der Virtual Bundesliga wurde das Preisgeld noch einmal erhöht. Insgesamt erweiterte sich der Preispool auf 72.500 Euro. Bis Ende März werden die Controller in der VBL glühen. Vegetarische und vegane Küche liegt im Trend. Immer mehr Menschen möchten sich gesünder und bewusster ernähren und verzichten aus unterschiedlichen Gründen auf Fleisch oder essen weniger davon. Auch die Köchin und Autorin Anne-Kathrin Weber beschäftigt sich mit dem Thema. Ihr aktuelles Kochbuch soll den Hamburgerinnen und Hamburgern die traditionell eh häufig vegetarische Alpenküche näher bringen. Sie war mein Gast in Nachgefragt, zu sehen im Anschluss an unsere Sendung. Und einen Vorgeschmack, den gibt es jetzt schon einmal. Und das liegt in der Tradition der Alpenküche begründet, weil man hat ja das mit dem gekocht, was da war. Und das ist zum einen eben das Getreide. Man hat also Mehl gemahlen, sprich, darum gibt es auch so viele Mehlspeisen. Man hat Gemüse angebaut, Kräuter, Wildkräuter gesammelt und man hat eben die Milch der Tiere konserviert in Form von Käse. Und aus diese drei Standbeine, das ist das Rückgrat der Alpenküche. Die Alpenküche ist per se schon deftig, weil man eben wirklich deftige Speisen brauchte, herzhafte Speisen, die lange satt machten. Die Leute mussten ja früher noch viel mehr körperlich arbeiten und brauchten entsprechend auch Kohlenhydrate, ganz klar, mussten lange satt sein. Und so hat sich diese deftige Alpenküche entwickelt. Und insofern lag das Thema auf der Hand, finde ich. Und wir kommen zum Wetter. Gerade war es noch so mild und nun soll es bald die ersten Schneeflocken in Hamburg geben. Frank, was kommt denn da genau für ein Wetter auf uns zu? Ah, da kommt eine Grenzwetterlage auf uns zu. Das lohnt den Blick auf die Wetterkarte und damit herzlich willkommen zu den Aussichten. Noch liegt Hamburg im Zustrom recht milder Luftmassen von Südosten her, aber das wird sich ändern, wie man am Hintergrundbild ja schon sehen kann. Schneeflocken stehen an, diese Warmluft wird in die Zange genommen von kühlen Luftmassen aus dem Südwesten und eiskalter Winterluft, die sich das erste Mal nähert von Nordosten. Und dieses wird über Norddeutschland zusammengequetscht und dann muss Warmluft nach oben aufsteigen und daraus werden dichte Wolken und es fällt dann zeitweise Regen. Das Ganze geht los in der kommenden Nacht. Dichte Wolken stellen sich ein, in der zweiten Nachthälfte ein bisschen Nieselregen, morgen früh dann zeitweise leichter Regen, der dann zu mäßigen Regen wird. Im Tagesverlauf ändern sich die Temperaturen kaum. Diese Warmluft wird förmlich nach oben geschaufelt und der Regen kühlt dann mächtig, sodass die Tageshöchsttemperaturen quasi schon in der Nacht, kurz nach Mitternacht, erreicht werden. Zum Abend hin dann Werte um 7 Grad. Es bleibt bedeckt bis zum Abend. Der Wind nimmt immer weiter zu. Nachmittags weht er frisch und im Böen stark aus Südost. Am Donnerstag wird der Wind noch ein bisschen kräftiger. Stürmische Böen sind da möglich. Die milden Luftmassen werden dann vollständig verdrängt. Es fällt
fällt weiterhin zeitweise Regen und am Freitag setzt sich dann von Nordosten her die kühlere Luft zum Abend hindurch. Die Temperaturen bei 5 Grad. Zum Abend hin gehen sie dann zurück auf Werte nahe 2 Grad, örtlich nahe 0 Grad. Und dann kann aus dem Regen eben auch mal nasser Schnee werden. Und es sieht dann eben so ein bisschen aus wie im Hintergrund. Es wird vorübergehend mal ein bisschen weiß bei uns in der Stadt. Die Temperaturen in der Nacht zum Samstag bei 0 Grad. Gelettegefahr, ein Hauch von Winter bei uns in Hamburg. Und mit diesen Aussichten gebe ich zurück zu dir, Marco. Vielen Dank, Frank. Das Wetter für heute, das war es von uns hier bei Hamburg 1 aktuell. Wenn Sie mögen, sehen wir uns natürlich auch morgen wieder.